Ja, sehr geehrter Herr Fass, sehr geehrter Herr Bürgermeister Marewski, liebe Familie, Freunde und Kollegen des Geehrten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich hier im Spiegelsaal des Schlosses Morsbroch, des Spiegelsaals von Morsbroch, ein wahrlich würdiger Rahmen, wie ich glaube, für den heutigen Anlass, zu dem wir uns hier versammelt haben. Heute darf ich Ihnen, sehr geehrter Herr Fass, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreichen, das Ihnen der Bundespräsident Joachim Gauck am 1. November 2014 verliehen hat. Er sendet heute seine Glückwünsche und bittet mich, auch die Glückwünsche der Ministerpräsidentin Frau Annelore Kraft sowie der Regierungspräsidentin Frau Gisela Walzgen auszurichten. Auch ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu dieser hohen Auszeichnung. Sie haben mir gerade gesagt, Sie konnten es gar nicht glauben. Das Bundesverdienstkreuz wurde, Sie werden es wahrscheinlich wissen, 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet. Die Verleihung des Verdienstordens macht deutlich, wie sehr unser Land die Leistungen seiner Bürgerinnen und Bürger schätzt und würdigt. So, jetzt machen wir mal was. Das ist ja ganz anders heraus. Ich habe eine kräftige Stimme. Ich glaube, Sie hören mich alle. Ja. Die Verleihung des Verdienstordens macht deutlich, wie sehr unser Land die Leistungen seiner Bürgerinnen und Bürger schätzt und würdigt, die sich mit ihnen, mit ihrem Engagement um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Denn wir brauchen Menschen, die sich einbringen, die für das gesellschaftliche Miteinander Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen. Nur so kann eine Gesellschaft überhaupt funktionieren. Und deshalb stehen nun Sie heute im Mittelpunkt, sehr geehrter Herr Fass. Sie und natürlich auch Ihre Familie, die Ihren vielfältigen Aktivitäten stets mit Verständnis begegnet ist und diese mitgetragen und unterstützt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie oft Sie auf Ihren Mann verzichten mussten, auf den Vater verzichten mussten, wenn er mal wieder unterwegs war in Bosnien-Herzegowina. Und ich darf nun aus der Vorschlagsbegründung zitieren. Dort heißt es, Herr Heinrich Fass hat insbesondere durch sein langjähriges soziales Engagement für notleidende Menschen in Bosnien-Herzegowina auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Sich für die Schwächeren zu engagieren, war schon immer eine starke Antriebskraft im Leben von Heinrich Fass. Bereits während seiner Berufstätigkeit als Angestellter des damaligen Polizeipräsidiums Leverkusen hat er dort, selbst aufgrund einer Augenerkrankung stark sehbehindert, 30 Jahre lang als Vertrauensmann erfolgreich die Belange und Interessen der Schwerbehinderten vertreten. Sein humanitärer Einsatz für die unter den Kriegsfolgen leidenden Menschen in Bosnien-Herzegowina begann im Jahr 1997. Seither organisiert Herr Fass Hilfstransporte für soziale Einrichtungen, die ein- bis zweimal jährlich stattfinden und die er auch persönlich begleitet. Dies erfordert enormen Einsatz und so widmet er seine Freizeit der Suche nach weiteren Unterstützern und Sponsoren, der Verwaltung, der Spenden und Lagerung der Hilfsgüter und der gesamten organisatorischen Vorbereitung der Transporte. Durch unermüdliches Werben und seine beharrliche Überzeugungskraft konnte er bereits zahlreiche Firmen und Privatleute dafür gewinnen, Geld und Sachspenden für das Projekt zur Verfügung zu stellen. Und ich darf auch ganz herzlich Herrn Niesen, Klaus Niesen, hier begrüßen, der zum Beispiel mit seinen Fahrzeugen immer wieder sich hier in Einsatz und für Lagerung in Einsatz gebracht hat. Auf diese Weise erreichten bis heute Hilfsgüter im Wert von mehreren hunderttausend Euro die Menschen in Bosnien, darunter Medikamente, medizinische Ausrüstung, Kleidung, Spielsachen und mehrere Sanitätsfahrzeuge. Dank seiner tatkräftigen Unterstützung konnte ein Gebäude für ein Altenheim grundsaniert und schließlich mit 400 Krankenbetten eröffnet werden. Über
Paradies organisierte Herr Fass in Leverkusen Weiterbildungsmöglichkeiten für bosnische Pflegeschwestern und sorgte durch die Einwerbung von Sponsorengeldern dafür, dass eine Jugendmannschaft aus der bosnischen Stadt Travnik im Rahmen eines Fußballfreundschaftsspiels für eine Woche nach Leverkusen kommen konnte. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand gründete Herr Fass im Jahr 2007 den Verein Freunde und Förderer humanitärer Hilfe Leverkusen, dessen Mitglieder ihn aktiv bei seinem Hilfsprojekt unterstützen. Der Lions Club Leverkusen hat Herrn Fass für sein langjähriges Engagement mit dem St. Martinspreis ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro kam natürlich, möchte man sagen, seinem Förderverein zugute. Sehr geehrter Herr Fass, mit Elan und Zielstrebigkeit haben Sie vieles bewegt, um die Lebensbedingungen von Menschen ganz unmittelbar zu verbessern und Not zu lindern. Dies bedeutet nicht nur Hilfe im sozialen Sinne, sondern es ist gleichzeitig auch ein aktiver Dienst für das friedliche Zusammenleben in Europa. Sehr geehrter Herr Fass, in Anerkennung Ihres außergewöhnlichen sozialen Engagements hat Sie der Bundespräsident mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Dazu gratuliere ich Ihnen nochmals ganz herzlich und wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Ruhestand weiterhin bei bester Gesundheit genießen und sich der Arbeit für Ihr Hilfsprojekt und Ihren Verein auch zukünftig mit ganzer Energie widmen können. Ja, und bevor wir nun zur Aushändigung der Ordensinsignien schreiten, darf ich Ihnen zunächst die offizielle Ordensbegründung vorlesen. Hier steht Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Heinrich Fass, Leverkusen, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 1. November 2014, der Bundespräsident Joachim Rock. Ja, das ist ja nichts Neues, dass ich vor euch stehe. Aber heute muss ich sagen, ist es so ein anderes Gefühl. Vorher kommt die Stätte und sagt, das helfen wir gern, dies machen wir gern, ist vorbei. Dass ich hier stehe, muss ich sagen, das habe ich Ihnen zu verdanken. Alle, die hier sitzen und diejenigen, die nicht eingeladen hätten kommen. Ich habe die Daten mal nachgehört. Wir haben ungefähr 120 Sponsoren, nur allein an Unternehmen.
Und ich glaube, das ist eine Menge. Und wenn man denn sieht, dass die Sponsoren hinter einem stehen, ich sage hier, DAF Lyrik, Firma Niesen, Firma Brink-Schulte, ohne diese Leute würde das gar nicht funktionieren. Oder die Familie Bunk, die seit 1997 regelmäßig das Geld vorbeibringt, damit wir überhaupt fahren können. Und da kann ich nur sagen, an Sie vielen, vielen Dank. Und Sie, Herr Oberbürgermeister, da muss ich hier mal ganz ehrlich sagen, das habe ich vorhin der Frau vom Stück gesagt, ich mache das 18 Jahre ab, in 18 Jahren drei Bürgermeister kennengelernt. Und mit den Bürgermeistern der CDU bin ich am besten gefahren. Und da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank. Sie waren der erste Bürgermeister, der zugestimmt hat, die Beamtin von der Stadt Achting 14 Tage unterzubringen. Und ich kann sagen, es ist positive Einstellung. Das war bei Ihrem Vorgänger nicht möglich. Warum weiß ich nicht. Es ist im Grunde genommen ein Menschlich, um Menschen zu helfen, die es selber nicht können. Ich habe vorhin zu Herrn Niesen gesagt, was mir die Kraft gegeben hat, das waren die Behinderten, die Kinder und die Alten, die hinkamen, sich bedankt haben für den Chlorraum oder für ein Büchchen, was wir mitgebracht haben, vom Kinderdorf Leitschen. Die waren glücklich. Und das hat mir die Kraft gegeben. Ich habe nie damit gerechnet, so eine Auszeichnung zu kriegen. Ich muss sagen, ich bin aber stolz. Ich bin wirklich stolz. Und da ich nicht mit leeren Händen gekommen bin, möchte ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister, ein kleines Dankeschön überreichen. Sie konnten beim letzten Mal nicht bei der Pressekonferenz teilnehmen. Eine Pizza? Ich möchte Ihnen ein Urlaub überreichen. Sie waren von Anfang an von der Stadt Leverkusen. Sie haben uns so oft bei der Übernachtung in die Garde. Fachvorstand von Leverkusen, eine Uhr bereichen auf das Land Ostwindersür. Muss, um hier mal was zu holen und da, und Sie haben das dauerhaft gemacht und dafür gebührt Ihnen alle Ehre und das wollen wir heute eben erst aufrufen. Also nochmals herzlichen Dank Ihnen und vielen Dank natürlich für das Geschenk. Oder nimmst du die Pizza mit? Und die Tanze können Sie auch mitnehmen, die ist von der Firma Niesen. Ja, wenn ich heute sehe, wir haben über 2000 Tonnen an Hilfsgütern nach Bosnien und Herzegowina bringen können. Über 1250 Krankenbetten, 6 elektrische Rollstühle, 6 KTVs, 3 private PKWs, davon ein von Mazda, 10.000 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt über 12 Jahre da. Der wird nur benutzt, wenn er nicht regnet. Der sieht noch aus, als wenn er bei Mazda vom Hof war. Alle diese Sachen konnte ich bewerkstelligen und muss sagen, es macht einen glücklich, wenn man Menschen helfen kann, die es selber nicht können und nie in der Lage sind. Natürlich muss ich sagen, viele Sachen, die waren der Gehandlöser, da kommt der von Leverkusen, die wird der kontrolliert. Wenn das nicht funktioniert hat, ich habe mir Kontakte aufgebaut zu den Botschaften. Das ist das Wichtigste, was man machen muss. Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina.
Radkon von Gitzlitz, das war der Botschafter in Sarajevo, mit dem habe ich 98 den ersten Kontakt, habe 99 mit ihm 5000 Arbeitsplätze gesichert. Eine Textilfirma, die vor dem Ausstand, habe ich mit ihm innerhalb von einer halben Stunde die Kontakte zu Wehmeyer, C&A, Kaufhof. Und die haben sich verpflichtet, 5 Jahre noch einzukommen. 5000 Menschen waren glücklich. Altenheim Laston, muss ich hier erwähnen. Familie Ring-Schulte. Ich bin dahin gefahren, abgefahren. Machen heute privatisiert 70 Arbeitsplätze sicher, die verdienen ihr Geld, was andere in Bosnien nicht können. In Bosnien sind 4 Millionen Einwohner und davon 70% Arbeitsplätze. Und das muss man sich denn vorstellen. Und wenn man einen solchen Sponsoren, wie sie hier sitzen, ob das Zwingenlogistik, wer das alles ist, sie sind immer für mich da gewesen, haben nie gesagt, wir machen das nicht. Bis heute haben wir alles bewerkstelligt. Früher war die Frau Goldmann, Gott hat sie hab sie selig, in dem Verein drin, ist leider zu früh ausgeschieden und dafür haben wir aber jetzt die Frau von Stück. Und die Frau von Stück hat auch immer ein offenes Ohr. Und ich weiß, wie das ist, wenn der Fasper hat für mehr denkt. Das ist ganz einfach, das ist normal. Ich will aber nicht noch lange reden. Zum Schluss möchte ich jemand einen Blumenstrauß überreichen, der 18 Jahre die Strapazen mitgemacht hat. Ich bin kein einfacher Mensch, das weiß jeder. Und möchte mich hier bei meiner Ehefrau Gisela deswegen zum Schluss. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr gekommen seid. Das war für mich ganz toll, die Leute begrüßen zu können, die einem am Herzen haben. Wie gesagt, ich brauchte nicht lange zu überlegen, wen ich einlade. Und das sagt mir das Herz, du hast es richtig gemacht. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir treffen uns nachher bei einem kleinen Punkt. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie möchten, sind Sie recht herzlich eingeladen. Ich bedanke mich. Denn du hast sie durch deinen Einsatz
und deine immensen Leistungen wohlverdient. Es wäre sehr schön, wenn dies ein Vorbild für andere wäre, es dir in etwa gleich zu tun. Es mag Menschen geben, die von solchen Auszeichnungen wenig oder nichts halten. Doch da bin ich und ich glaube auch alle anderen hier ganz anderer Ansicht. Für eine besondere Leistung, wie du sie über Jahre erbracht hast, sollte auch eine solche Ehre mehr als angebracht sein. Lieber Heinz, an dieser Stelle möchte ich dich noch einmal beglückwünschen, aber auch uns dazu, dass wir dich haben. Ich kann auch Gott geben, wer den Antrag für dies gestellt hat. Das ist gefallen 1913 in Holland, in Vorzell, bei Immanuel. Ich habe anschließend nicht begriffen, warum meine Tochter da rumläuft und sagt, kannst du mir sagen, wer der Konsulte, wo ist der, wer ist der? Der hat mich noch nie nachgefragt. Jetzt weiß ich. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank dir, deiner Frau und der Familie in Böhmen von Haar. Ihr hier habt das bewerkstelligt. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Und er hat es verdient, Leute. Ja. Ja. Ja.